Wer sollte die Schweizer Fahne hochhalten? Am ehesten Didier Defago. Doch dem unterlief schon früh ein Fehler. Defago ließ sich dadurch aber nicht aus dem Konzept bringen, im Gegenteil. Er zeigte in der Folge eine starke, angriffige Fahrt ohne weitere Fehler, mit viel Zug und Risiko auch im steilen Schlusshang. Und das wurde belohnt. Bestzeit nach dem ersten Lauf für Didier Defago. Riesenjubel im Ziel, ja, ein Didier überzeugt in dieser Saison immer nach Güschen und Defago, der seine Erkenntnisse wenig später nach oben funkte zu Bruno Kernen. Und der setzte die Ratschläge sehr gut um, auch Kernen im Schlusshang mit einer sauberen Fahrt. Sein bestes Ergebnis in Adelboden bisher Rang 17, nun fuhr er im ersten Lauf auf Platz 11. Die Schweizer überzeugten und überraschten. Auch einer der Jungen, Marc Berto, 21-jährig, aber ohne Zurückhaltung im Schlusshang. Berto fuhr bei seinem ersten Weltcup-Einsatz in dieser Saison auf Rang 15. Drei Schweizer waren im zweiten Lauf dabei. Und es hätten noch mehr sein können. Tobias Grünenfelder war hervorragend unterwegs, doch dann scheiterte er kurz vor dem Ziel. Was für ein Ärger. Aber anderen ging's nicht besser. Rainer Schönfelder, auch schnell unterwegs, aber dann begrub er seine Hoffnungen in einer Schneewolke. Oder Andreas Schiffer, nach bester Zwischenzeit dieser Abflug. Schifferer hatte zuletzt pausiert und die Skimarke gewechselt. Statt einer grandiosen Rückkehr gab es eine schmerzhafte. Immerhin, er blieb unverletzt. Die schwierigste Riesenslalomstrecke im Weltcup wurde ihrem Ruf Volllauf gerecht. Und manche machten sich das Leben noch zusätzlich schwer. Bodie Miller verlor den linken Stock. Er kämpfte sich mit nur einem Stock den schwierigen Zielhang hinunter. Und das auf eindrückliche Art und Weise. Bodie Miller trotz des Missgeschicks nach dem ersten Lauf auf Rang 4, direkt hinter seinem Landsmann Darren Rawls, davor Massimiliano Blardone und der überraschende Leader Didier Defago. Die Schweizer Zuversicht vor dem zweiten Lauf entsprechend groß. Marc Berto hatte sich zuvor noch nie für einen zweiten Riesenslalomlauf qualifiziert, nun gleich als 15. Und er fuhr erneut frech und unbekümmert. Der Bündner plagte sich diese Saison lange Zeit mit Rückenproblemen herum, deshalb erst heute sein erster Weltcup-Einsatz in diesem Winter. Und was für einer. Berto erneut tadellos, er übernahm die Spitze. Die 17.500 Zuschauer begeistert. Was für ein Gala-Auftritt des 21-Jährigen. Am Ende reicht es für Rang 7 und die WM-Qualifikation. Berto überholte sogar Hermann Mayer. Der dreifache Adelbodensieger blieb an einem Tor hängen, fiel auf Rang 18 zurück und war entsprechend sauer. Ganz anders die Gemütslage von Bruno Kernen. Er realisierte das beste Riesenslalom-Ergebnis seiner Karriere. Zwar fiel auch er hinter Berto zurück, doch am Ende blieb Rang 10. Ein gelungener Auftakt des Berner Oberländers in die Berner Oberländer Skiwoche. Und ein Schweizer fuhr ja noch um den Sieg, Didier Defago. Zuvor aber Bodie Miller. An der Spitze inzwischen Palander vor Reich und Schüss. Miller mit einer halben Sekunde Vorsprung. Dann der Zielhang. Mit mehr Problemen als im ersten Lauf mit nur einem Stock. Miller verlor Zeit. Aber er rettete die Führung ins Ziel. Durchatmen. Gleich danach sein Landsmann Darren Rawls. Der wird auch im Riesenslalom immer stärker. Doch dann ein fürchterlicher Sturz. Die Reaktion von Bodie Miller. Geschockt, wie alle, die diesen Abflug miterlebten. Den schwersten Zielhang, denn es gibt im Weltcup-Zirkus. Die Entwarnung kam aber schnell. Rawls hatte viel Glück, blieb praktisch unverletzt und konnte auch Teamkollege Miller beruhigen.
Der Kampf um den Sieg. Massimiliano Bladone bei der letzten Zwischenzeit gleich auf mit Miller. Doch der hatte Probleme im Schlusshang. Bladone nahm erst etwas Tempo weg, dann ließ er die Skis wieder laufen. Und es reichte, Bladone übernahm die Führung. Blieb noch Didier Defago. Er hatte nur 14 Hundertstel Vorsprung. Riskierte wieder viel und verlor alles. Das Aus für Defago. Als Sieger jubelte Bladone, während Defago erst einmal etwas Trost brauchte. Sechs Nationen auf den ersten sechs Plätzen. Dahinter sensationell Marc Berto als bester Schweizer auf Rang 7, stark auch Bruno Kernen. Es war ein tolles Skifest mit starken Schweizern, aber am Ende strahlten andere vom Podest, allen voran Massimiliano Bladone. Ich verlor die Kontrolle. Die Stelle dort ist wirklich schwer. Du kommst aus dem Schatten in die Sonne. Ich wollte die direkte Linie fahren, aber ich kam zu sehr in Rücklage. Das erzeugt unheimlichen Druck auf die Skis und katapultiert dich unweigerlich weg. Im Riesenslalom ist das Tempo zwar nicht so hoch, doch wenn du mal in Rücklage bist, hast du keine Chance. Ich fühle mich okay, habe ein bisschen Schmerzen, aber es ist schon gut, wieder auf den Beinen zu sein, nach einem solch heftigen Sturz. It's nice to be standing after that one. That was a big crash.